Geschichte. Als ich ein kleiner Bub war, hatten wir in unserer Altbauwohnung an der Isar, im Lächeln, einen alten treuen Hund, der mich manchmal sogar zur Schule begleitete und dann alleine alle Eisdielen abklappernd wieder nach Hause ging. Der Hund hieß Cicero. War vermutlich alt für den Rudel und war schon da, als ich zur Welt kam. Einmal fragte ich meine Mama, ob sie Cicero verkaufen würde. Wir hatten nämlich immer Geldsorgen. Nie würde ich den Hund verkaufen, der gehört doch zur Familie. Ja, aber auch nicht für 100.000 Mark. 100.000 Mark war die größte Summe, die ich mir vorstellen konnte. Ja, das war lang vor Uli Hoeneß. Ne? Auch nicht für 1 Million, Konstantin, sagte meine Mutter, eine Idee verkauft man nicht. Und diesen Satz sollte ich nie wieder vergessen. Meine Eltern lebten nach ihren Ideen. Sie waren selten genug für ihre Generation keine Nazis gewesen. Viele meiner Kommilitonen, Schulkameraden, Altersgenossen hatten ein großes Problem, weil sie nie über diese Zeit reden konnten mit ihren Eltern. Ich konnte meine bewundern. Ich weiß noch, als meine Einberufung zur Bundeswehr kam, ging mein Vater aufs Kreiswehrersatzamt, zerriss den Bescheid vor den Augen der Beamten, diesen heiligen behördlichen Einberufungsbefehl, zerriss ihn vor den Augen der Beamten und sagte, ich war bei den Nazis nicht beim Militär und mein Sohn geht auch nicht zum Militär. Bei uns geht niemand mehr zum Militär und niemand zieht in den Krieg. Man wollte sich wohl mit diesem Irren nicht anlegen und empfahl eine Untersuchung meines Geisteszustands. Das war das Ende meiner militärischen Laufbahn, denn auf diese Untersuchung hatte ich mich gut vorbereitet. Ich trank Tage zuvor nur schwarzen Kaffee, blieb einige Nächte lang wach, um auch optisch den notwendig verstörten Eindruck zu erwecken und bereitete mich exakt nach den Angaben meines Vorbilds Felix Krull auf einen großen Auftritt vor. Warum wollen Sie denn nicht zum Militär? Oh, meine Herren, da müssen Sie sich, da täuschen Sie sich, ich würde sehr gern zum Militär gehen. Sehen Sie, ich bin sportbegeistert und jetzt auch noch im Berchtesgaden, in Bayern, bei den Fallschirmjägern, super. Ja, aber junger Mann, was hindert Sie denn daran, zu uns zu kommen? Mein Heimweh. Kaum bin ich fort, muss ich wieder heim. Kaum bin ich daheim, muss ich wieder fort. Ich wurde schließlich erstmalig und einmalig in der Militärgeschichte der Bundesrepublik Deutschland wegen krankhaften Wandertriebs vom Dienst mit der Waffe für immer befreit.